Das Saarländische Staatstheater ist ein ja, großes Dreispartenhaus und wir haben auch in der nächsten Spielzeit wieder ein sehr reiches Programm in Oper, Schauspiel, Ballett und Konzert. Und wie ich finde, also haben wir nur Highlights, aber ich werde mal versuchen, ein paar Schwerpunkte zu setzen. Ich selber arbeite gerade an der Oper Don Giovanni von Mozart und ich muss sagen, das ist eine sehr beglückende Arbeit, weil wir ein ungeheuer spielfreudiges Ensemble haben. Tolle Sänger, tolle Darsteller, es macht wirklich Freude. Am Pult ist der neue Generalmusikdirektor Nicolas Milton. Damit eröffnen wir die nächste Spielzeit am 19. September. Und gleich die zweite Produktion in der Oper ist auch was ganz Besonderes und zwar ist das eine internationale Kooperation mit der English National Opera und dem Théâtre de la Ville de Luxembourg. Also das ist eine ganz große Kooperation mit drei großen Theatern. Und das ist die Operette The Pirates of Penzance, die Piraten von Penzance von Gilbert und Sullivan im englischsprachigen Raum. Eine sehr, sehr bekannte Operette bei uns. Weniger bekannt, aber die Premiere in London war schon und ich kann versprechen, das ist eine ganz fulminante Inszenierung, sehr, sehr witzig und Regie hat hier geführt ein renommierter Filmemacher Mike Leigh. Der ist wirklich ganz bekannt, vielleicht haben Sie schon mal von dem Film Naked gehört, also ein sehr, sehr renommierter auf internationalem Parkett zu Hausener Regisseur. Also würde ich dringend empfehlen. Dann haben wir im Januar eine ganz besondere Produktion und zwar zum ersten Mal ein spartenübergreifende zwischen Oper und Ballett, eine Ballettoper von Rameau, Platée. Das ist eine Geschichte aus der Mythologie und ich bin sehr gespannt, denn Regie wird Sten Selis, unser Ballettdirektor, führen. Und er wird dort mit Tänzern und Sängern arbeiten. Und ich denke, nichts ist besser dazu geeignet als eine Barockoper. Und diese ist besonders schön von Jean-Philippe Rameau. Das ist im Januar, hat das bei uns Premiere. Und dann gibt es weitere große Titel in der Oper, wie zum Beispiel Peter Grimes in der Regie von Brigitte Fassbinder. Darauf freuen wir uns auch sehr. Rosalka. Also könnte ich jetzt noch stundenlang weitermachen, aber ich komme jetzt mal zum Schauspiel. Dort haben wir zum Spielzeitbeginn einen auch sehr interessanten Text. Das ist von Joël Pommerat, einem französischen Theaterautor. Die Wiedervereinigung der beiden Koreas heißt das Stück. Und das ist eigentlich eine Ansammlung von kleinen Minidramen, die die unterschiedlichsten Spielarten der Beziehungen, von Liebesgeschichten, aber auch anderen kleinen oder auch größeren Beziehungen durchspielt, in immer wieder anderen Szenen. Dieses Stück hatte kürzlich in Frankfurt Premiere und ist dort sehr, sehr gefeiert worden, auch von der Kritik. Das ist ein auch sehr literarischer Text und wir spielen das am 25. September dann in der Feuerwache. Im Großen Haus gibt es das Leben des Galilei von Brecht, ein sehr wichtiger Text, der über die Verantwortung der Gesellschaft und der Wissenschaft geht. Also dieser Zwiespalt auch, was sagt man, was sagt man nicht, welche Positionen muss man auf jeden Fall durchkämpfen, welche nicht. Also sehr, sehr spannender Text, finde ich, in unserer heutigen Zeit. Im Spielplan haben wir übrigens auch spartenübergreifend ein Motto, und zwar heißt das Fremd in der Welt. Und da beschäftigen wir uns nicht nur mit dem Flüchtlingsthema, das kommt auch, das finden wir eines der wichtigsten globalen Themen im Moment, sondern auch mit einer allgemeinen, wie soll ich sagen, Orientierungslosigkeit angesichts der schnellen Entwicklungen in unserer Gesellschaft, der vielen Kriege, die es gibt, der vielen Unsicherheiten, Unwägbarkeiten. Wie geht es überhaupt weiter? Wo sind wir in 10, 20 Jahren? Und ich finde ein Stück, was genau dieses Motto jenseits der Flüchtlingsproblematik trifft, das ist das Schauspiel Warten auf Godot, also ein moderner Klassiker, der aber wirklich jetzt eine Renaissance erlebt, weil es spielen so viele Themen in diesen Text mit rein. Diesen Text kann man ja sowieso immer wieder neu lesen, aber ich denke, im Kern spiegelt Warten auf Godot, die Figuren spiegeln dieses Motto wieder, fremd in der Welt, wir finden uns nicht zurecht, auf was warten wir eigentlich? Das werde ich inszenieren,
in der alten Feuerwache. Und da freue ich mich wirklich auf eine intensive Auseinandersetzung mit diesem unglaublichen Autor Beckett. Das ist sicherlich einer der wichtigsten Autoren des 20. Jahrhunderts und natürlich auch so eine Art Unikum. Also keinen, den man nachmachen kann. Also sehr, sehr eigener Autor. Zur Flüchtlingsproblematik spielen wir dann von der Jelinek die Schutzbefohlenen. Das machen sehr, sehr viele Theater und ich halte das für einen hochkarätigen Text zu dieser Problematik, die uns ungeheuer wichtig ist, auch in der nächsten Spielzeit. Wir haben ja auch in dieser Spielzeit schon ein Projekt gemacht mit Nora David-Kalis, aber nächste Spielzeit dann eben diesen auch literarisch sehr anspruchsvollen, ganz, ganz tollen Text, die Schutzbefohlenen von Frau Jelinek. Dann in der Familie möchte ich im Schauspiel noch darauf hinweisen, dass wir auch das Festival Primeur wieder haben, wo wir jungen Autoren oder auch nicht so jungen Autoren frankophoner Herkunft das Tor hier nach Deutschland öffnen. Viele der Autoren, die wir dort in kleinen Werkstattinszenierungen, die wirklich sehenswert sind, also auch künstlerisch manchmal ganz, ganz schöne Überraschungen bieten, haben wir schon vielen Autoren die Möglichkeit eröffnet, dann auch tatsächlich auf deutschen Bühnen gespielt zu werden. In der Sparte 4, unserer kleinen Crossover-Bühne, also das ist ja eine kleine Erfolgsgeschichte in Saarbrücken, unsere Sparte 4 ist Kult. Dort spielen wir auch zwei deutschsprachige Erstaufführungen, das möchte ich jetzt noch kurz erwähnen. Das eine ist ein Text, möglicherweise gab es einen Zwischenfall von Chris Thorpe und auch von David Paquet, Open House, zwei ganz tolle zeitgenössische Texte. Also Sparte 4 in Sparte 4 Manier, klein, unaufwendig, überraschend und oft wird's Kult. Wir haben auch noch einen Kultregisseur in der Sparte 4 und das ist Klaus Gehre, der diese Spielzeit schon Blade Runner bei uns in Szene gesetzt hat und nächste Spielzeit wagt er sich an den großen Filmstoff Titanic. Und das muss man einfach gesehen haben, weil das ist ein ganz eigenes Genre, was dieser Regisseur schafft. Und das ist dann auch am Anfang der Spielzeit, am 24. September in der Sparte 4 zu sehen. Zum Ballett, da freut es mich ganz außerordentlich, dass wir ein Tanzfestival auch haben in der nächsten Spielzeit. Das Tanzfestival findet alle zwei Jahre in Saarbrücken statt, ist ja von Margaret Donner gegründet worden und ist jetzt unter der Leitung von Stan Seele. Ich bin sehr froh, dass wir die Sondermittel bekommen, um dieses Festival ausrichten zu können. Und dieses Tanzfestival wird eröffnet von Ohad Naharin. Hora heißt das Stück und damit sind wir eigentlich die erste Company in Deutschland, die dieses Stück überhaupt zeigt. Ohad Naharin ist der Leiter der Bat Sheva Dance Company aus Israel, eine Truppe, die ja um den Erdball reist, ein wirklich sehr, sehr bekannter Choreograf. Und wir eröffnen das Tanzfestival mit unserem Ensemble und diesem Stück dann am 15. Oktober. Außerdem ist auch Jiří Kilian bei uns als Choreograf zu sehen in einem zweiten Tanzabend, wo auch Stan Selis eine Uraufführung kreieren wird. Und da bin ich auch, muss ich sagen, sehr stolz darauf, dass wir auch eine Choreografie von Jiří Kilian zeigen dürfen. Im Konzert haben wir wie immer ein großes Sinfoniekonzertprogramm mit 8 Sinfoniekonzerten und etwas ganz Besonderes ist nächste Saison, dass wir zum ersten Mal einen zeitgenössischen Komponisten an unser Haus enger binden und das ist Jörg Wittmann. Wir nennen das Artist in Focus, also wir werden einige Konzerte um diesen Komponisten herum bauen und es wird auch eine kleine Konzertreihe mit zeitgenössischer Musik in der alten Feuerwache geben und das ist ganz neu und war unserem Generalmusikdirektor Nicolas Milton einfach auch sehr, sehr wichtig. Ganz abgesehen davon gibt es wunderbare Themenkonzerte eben verstreut über diese Spielzeit. Das ist es vielleicht erstmal. Ich denke, das ist schon sehr, sehr viel. Ich darf Sie ganz herzlich einladen, an unserem Programm teilzuhaben. Wir freuen uns über jeden Besucher. Ich denke, wir stehen dafür, dass jede Produktion, auch die, die ich jetzt nicht genannt habe, und das sind viele,
auf hohem Niveau stattfinden. Und es ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir einen guten Kontakt haben zu unseren Zuschauern. Und deswegen haben wir auch noch sehr, sehr viele Angebote um die einzelnen Aufführungen drumherum. Und wenn Sie die Gelegenheit haben, dann nehmen Sie sich doch bitte dieses Heft mit. Das gibt es bei uns an der Theaterkasse. Das liegt auch im Haus aus. Und da steht alles drin und all die schönen Sachen, die ich jetzt noch nicht sagen konnte. Erstmal vielen Dank.